wo Abraham vom Ewigen, von Gott, von Elohim dazu aufgerufen wird, seinen Sohn, seinen einzigen, den er liebt, Yitzchak, Isaak, also den Sohn der Verheißung, zu nehmen und als ein Ola, als ein Ganzopfer, als ein Aufstiegsopfer vom wirklichen Wort, von der Wurzel des Wortes her, Ola, vom All oben hinauf, Ale, aufsteigen, also als Aufstiegsopfer seinen geliebten Sohn Isaak darzubringen. Und in der Überlieferung wird dann auch gesagt, manches kann man beim Morgengebet schon mal weglassen, aber gerade das, das kann man nicht weglassen. Das ist immer dabei, diese Begegnung, diese Erlebnisse, die dort beschrieben werden, die können nicht übergangen, nicht übersprungen werden sozusagen. Also auch wenn man jetzt den Fokus in der Geschichte eher auf Abraham sieht und auf diese Glaubensprüfung für Abraham sich fixiert, ist doch eigentlich der Kern der Geschichte gerade der Sohn, der zwar nicht viel selber handelt oder zumindest nicht zu handeln scheint, aber im Zentrum des Geschehens steht eben Isaak, Yitzchak. Und oft, zumindest geht es mir so, geht man so leichtfertig über gerade Isaak von den drei Erzvätern hinweg, spricht gerne und viel von Abraham oder macht sich viele Gedanken zu Abraham und natürlich auch zu Jakob, als Jakob Israel, dem Stammvater der 12 Stämme. Aber Isaak, gerade das Verbindungsglied zwischen Abraham, dem Vater allen Glaubens, und Jakob, dem Stammvater der Stämme, gerade dieses Verbindungsglied Isaak, übersieht man fast so ein bisschen. Und das mag auch daran liegen, dass gerade Isaak recht passiv erscheint in den Geschichten, die in der Bibel von ihm erzählen. So findet man zum Beispiel viel öfter, dass, wie in dieser Geschichte mit der Bindung Isaaks, um ihn herum die Handlung geschieht, er zwar in der Handlung dabei ist, aber er das Objekt der Handlung, nicht das Subjekt ist. Also da ist es Abraham, der mit ihm etwas tut, dann in seiner eigenen Lebensgeschichte sozusagen sind es dann auch oft andere Gestalten, zum Beispiel ist es seine Frau Rebekka, die Handlungen angeht und im Gegensatz zu Abraham steht Isaak auf der eher passiven Seite des Geschehens. Abraham drückt, so wird es dann auch gesagt, die rechte Säule aus, so wie Isaak dem gegenüber die linke Säule ausdrückt. Diese rechte Säule von Abraham ist auch assoziiert mit Feuer, Licht, eben dem aktiven, dem männlichen Prinzip, dadurch auch eher dem himmlischen. Die linke Säule von Isaak dem gegenüber ist mit dem Wasser, mit der Zeitlichkeit, dem irdischen, der weiblichen Seite auch assoziiert. Aber was sind so die wesentlichen Elemente, die wesentlichen Merkmale dieser Figur Isaak im biblischen Narrativ? Fangen wir vielleicht einfach an mit seiner Geburtsgeschichte. Er ist eben der Sohn der Verheißung. Er ist der Sohn, der Abraham versprochen wird, als eigentlich alle Naturgesetzlichkeit schon eindeutig sagt, das wird nichts mehr. Die Frau von Abraham, Sarah oder Sarai, wie sie anfangs noch heißt, ist viel zu alt, um ihrem biologischen Zustand nach noch Kinder kriegen zu können, sodass sie dann schon als quasi Notlösung aus Verzweiflung ihre Magd dem Abraham als eine Art Zweitfrau gibt, um dann den Sohn dieser Zweitfrau für sich zu reklamieren, ihn zu adoptieren. Also diese Zweitfrau, also diese Magd von Sarah, ist mit dem Namen Hagar in der Bibel bezeichnet. Es sei nur kurz angemerkt, dass hier schon der Bezug zu Yitzchak festzustellen ist, indem der Name Hagar mit den Zeichen He, Gimel, Resch geschrieben, den Zahlenwert 208 trägt und auch Yitzchak mit den Zeichen J, Zade, Chet und Kuf geschrieben, genau diesen selben Zahlenwert 208 hat. Und trotzdem, oder
gerade deswegen vielleicht, das mag jeder selber für sich entscheiden, ist dann dieser Konflikt schon vorprogrammiert zwischen dem Sohn, der sozusagen auf dem biologisch verständlichen Wege zustande kommt, nämlich Ishmael, der also von dieser Zweitfrau, dem Abraham, geboren wird und dann von Sarah doch nicht so wirklich adoptiert wird, wie sie es vielleicht am Anfang gedacht hatte, sondern spätestens dann, als der Sohn der Verheißung Isaak geboren wird, in Ungnade fällt, weil er Isaak verspottet. Und dieses Wort für verspotten ist dieselbe Wurzel wie der Name Isaak auch. Also dieses Zachak, die Wurzel Lachen, aber auch Lachen machen, ist dann die Ableitung davon, was an dieser Stelle genannt wird und gesagt wird. Und der Trieb Mutwillen mit Isaak. Also Ismael trieb Mutwillen mit Isaak. Er verspottete ihn. So wird es dann in der Regel gedeutet. Und in diesem Sinne ist also schon im Namen Isaaks vorprogrammiert auch das, dass eben mit ihm Spott getrieben wird. In dem Fall eben von dem physisch Erstgeborenen von Abraham, der aber eben nur der Zweitfrau geboren wurde. Es ist eben der wahre Sohn Abrahams, derjenige, der ihm von Gott versprochen wird, versprochen wurde und dann eben auch kommt, nachdem die Begegnung von Abraham, nachdem er den Bund der Beschneidung empfangen hat und auch sein Haus, seine Familie, sein eigenes Leben nach diesem Bund eben eingerichtet hat, also dann physisch, plastisch ausgedrückt, nachdem er sich und alle seine Männlichen in seinem Haushalt beschnitten hat. Da hat er also diese Begegnung mit dem Ewigen, der mit seinen zwei Begleitern in sein Zelt kommt und so also die Verheißung noch einmal ihm persönlich ausspricht und Sarah es auch noch mal bestätigt, dass sie mit Isaak schwanger sein wird, in einem Jahr, wie es dann meist übersetzt wird. Und da wird dann auch noch die Begründung für den Namen Yitzchak so gegeben, dass Sarah bei dieser Verkündigung heimlich in ihrem Herzen lacht und es nicht glauben kann, weil es halt so unnatürlich ist, dass eine Frau in diesem Alter dann doch noch einen Sohn gebären wird. Trotzdem passiert es eben und so kriegt dann auch aus Abrahams Erklärung in der Geschichte Isaak eben diesen Namen, Yitzchak, Isaak, zum Lachen sozusagen. Abraham sagt dann ungefähr, man wird über mich lachen, weil ich, oder man wird mit mir lachen, weil ich in diesem Alter noch einen Sohn bekommen habe. Und so kann man also sagen, ist dieses Lachen, was in dem Namen Yitzchak steckt, natürlich wiederum sehr vieldimensional, aber gerade auf diese Wunderhaftigkeit bezogen, drückt es eben so ein erschrockenes, befreiendes, aber durchaus freudvolles Lachen aus, was sich einstellt, wenn man keine Worte mehr hat für das, was einem geschieht, wenn einfach dieses Ewige eingreift, einschlägt, will man ja fast schon sagen, aus dem Nichts und plötzlich etwas geschieht, womit keiner mehr gerechnet hätte, aber in diesem Fall eben etwas Schönes, etwas zu unserer Freude geschieht. Und das ist eben dieses Lachen, Yitzchak, dieses, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann nur noch befreit auflachen und mich freuen. Das ist Yitzchak. Und in diesem Sinne ist er eben der Sohn der Verheißung. Und vielleicht kann man sagen, so ist er eben auch das oder zumindest ein Urbild für den Sohn überhaupt, der in der Tora. Das, also ein Urbild, das in der Tora gegeben wird. So wie Abraham, in seinem Namen steckt ja schon der Av, der Vater. So wie Abraham also eher diesen Vater, das Urbild des Vaters verkörpert, dem gegenüber dann Yitzchak als der Sohn. Und da spiegelt sich dann auch dieses eher aktive des Abraham und passive des Yitzchak wieder. Also diese, die rechte Säule von Abraham. Das männliche Prinzip, das auch himmlische Prinzip, wie eben der Vater im Himmel, im Ewigen völlig unnahbar ist. Und dann das passive weibliche, die weibliche Seite Gottes ja auch, die Einwohnung des Göttlichen in der Welt, auch als die Shechina, eben diese Einwohnung bezeichnet, eben mit der weiblichen Endung des He, Shechina, also ein weibliches Wort
für diese erscheinende Seite Gottes. Und in dem Sinne auch der Sohn gegenüber dem Vater, wenn wir es in diesem Bild der göttlichen Familie oder halt des Vater Gottes und Gott als den Sohn betrachten, dann ist eben Vater im Himmel das Unnahbare, das Ewige, als Transzendentes, Jenseitige der Welt, das Umgreifende, Umfassende der Welt. Wir haben schon mal von diesem Begriff aus der Überlieferung Kadosh Barichi, also der Ewige gelobt sei er, mit diesen zwei Aspekten des Umfassenden, Jenseitig, Transzendenten, Kadosh, des Abgesonderten, Heiligen und dem Gelobten, dem Baruch, was dann hier in dieser Welt der Zweiheit, Barach, Bekeresh, Kaf, diese Zweiheit auf allen Ebenen, das haben wir alles schon angesprochen, das ist dann halt der Sohn, der mitgeht in die Schöpfung hinein und alles hier, alle Schöpfung uns mit begleitet, als der Vater, aber eben der Vater im Sohn. Und so ist der Sohn eben auch, wie dann auch Jeschua im Neuen Testament einmal sagt, nur sowas wie das Schatten, der Schattenwurf des Vaters eben in diese Zeit hinein. Er kann nichts von sich aus tun, sondern er tut, was er den Vater im Himmel tun sieht. Er ist also wie das, wozu der Mensch überhaupt berufen ist, als der Sohn Gottes, der Mensch insgesamt, der Urmensch, der ursprüngliche Mensch, ist ja das Kind Gottes, Ben Elohim. Und in diesem Sinne, wie wir also diese Abschattung Gottes sein sollen, als Menschheit insgesamt und als jeder einzelne Mensch im Konkreten, so ist eben dann auch Christus als dieses perfekte Vorbild für diese Sohnschaft, für diese Gotteskindschaft, auch diese Abschattung des Vaters, das perfekte Schattenbild, was nur in seinen Bewegungen das widerspiegelt, was der Vater im Himmel tut. Und in dem Sinne eben passiv gegenüber dem Vater im Himmel als dem aktiven Vater, der Quelle, aus der alles fließt. Und so also auch in diesem Bild der Erzväter, Abraham, der aktive Impulsgeber, auch der diesen Durchbruch aus dem Nichts, aus Gnade repräsentiert. So Gott will, eines Tages werden wir noch viel, viel tiefer eingehen können auf diese ganze Thematik der Gnade des Durchbruchs, was Abraham verkörpert, als auch die Einheit hier in der Welt im Kontext der Siebenheit, sagen wir mal, da ist dann die Zweiheit eben in Yitzchak verkörpert. Also da fängt dann diese Dualität an, die passive Seite zum aktiven Durchbruch aus Gnade, dann das, was diesen Durchbruch auch in Gang hält, also das, was dadurch angestoßen würde, auch in Gang hält, in Bewegung hält, die Bewegung, die bei Abraham als Impulsgeber angestoßen würde, dann als Yitzchak weitergetragen wird in die Zeit hinein, durch die Zeit hindurch, sodass man sagen kann, dieses passive Prinzip, die weibliche Seite sozusagen gegenüber der männlichen Seite, ist nötig, um überhaupt Dauerhaftigkeit gewährleisten zu können, Bestand zu geben, diesem ursprünglichen Durchbruch der unerhofften Gnade, die sich eben auch in dieser Geburt dann Yitzchaks ausdrückt. Also diese zwei von Yitzchak, die Yitzchak in diesem Bild zumindest repräsentiert, diese Zweiheit ist gerade schon durch den Durchbruch der Einheit mitgegeben. Also Abraham geht quasi einher mit Yitzchak oder umgekehrt. Isaac geht einher mit seinem Vater Abraham. Diese zwei sind sehr eng verknüpft. So wie eben auch der Sohn schon am Anfang da ist beim Vater, also der Logos, der schon bei Gott ist und Gott selbst ist, also das Wort, wie es dann im Johannesevangelium in eher philosophischer Weise besungen wird, sagen wir mal in diesem Prolog. Und so kann man also sagen, ist diese Zweiheit von Yitzchak zwar passiv als solche, aber eben nicht irgendwie für sich stehend und in dem Sinne untergeordnet, sondern einfach die dann in dieser Welt, in dieser zeitlichen Welt, notwendige Konsequenz des Durchbruchs bei Abraham, der sich dann eben fortsetzt in Yitzchak und allem, was daraus folgt. Und daraus folgt ja dann der Dritte, die Dreiheit, also die Eins und die Zwei. Wenn die Zwei schon aus der Eins ganz natürlich hervorgeht, dann ist die Drei dadurch schon enthalten, weil eben die Eins und die Zwei zusammen diese Drei ergeben. Und so ist dann eben auch der Dritte, Jakob, der dann auch Israel genannt wird, also einen Doppelnamen hat. Und da deuten wir schon etwas an,
was auch ein Urprinzip ist, dass in der dritten einer Reihe, im dritten einer Reihe immer so eine Doppelwertigkeit, eine Art Ambivalenz vorhanden ist. Also in dem Fall von Jakob nicht nur, dass er dann noch einen zweiten Namen kriegt, man kann auch sagen, Avram hat auch schon den, also Avram hat auch schon den Namen Avraham als seinen zweiten Namen bekommen, aber bei Jakob ist halt noch deutlicher diese Zweiheit dadurch gekennzeichnet, dass er ein Zwilling ist, Esau auf der anderen Seite. Zu Jakob und Esau hatten wir jetzt im letzten Monolog schon manches gesagt. Natürlich kann man noch so viel mehr sagen. Und gerade wenn man ausführlich die ganze Geschichte von Isaak erzählen wollte, käme da auch sehr viel noch zu diesem Zwillingspaar, was Isaak eben geboren wird. Also was Rebekka, der Frau Isaaks, geboren wird. Da gibt es dann so Stichworte wie die Stimme Jakobs, die bei der Segensübergabe, also als Isaak seinen Erstgeborenen segnen will, denkt, es wäre Esau, den er eigentlich vorzieht, aber dann eben sich Jakob auf Veranlassung Rebekkas verkleidet hat als Esau, also mit den Fellen, mit dem Kleid Esaus eingehüllt hat, mit dem Haarigen, mit dem ja Esau auch gekennzeichnet ist, sich verkleidet hat und Jakob dadurch sich diesen Segen quasi erschleicht von Isaak. Isaak, weil er nicht mehr so gut sehen kann in dieser Welt, da könnten wir vielleicht gleich noch was zu sagen, weil er nicht mehr so gut sehen kann, fühlt er also und er fühlt und er gibt seinem Fühlen das entscheidende Vertrauen und lässt sich dadurch täuschen und denkt, es wäre Esau, obwohl er sagt, es ist die Stimme Jakobs. Also diese Stimme Jakobs ist das, was hindurchtönt. Und da haben wir wieder diesen Bezug des Hindurchtönens zur Person, zu dem inneren Kern, der sich eben bis ins Äußere gerade dadurch zeigt, dass es erklingt. Und da ist es eben das Verborgene, was er in Jakob repräsentiert ist, dieses Innerliche des Menschen, was hindurchtönt als die Kol Jakob, als die Stimme Jakobs, die Isaak durchaus erkennt, aber es reicht eben in diesem Moment nicht, um die Segenshandlung dadurch zu unterbinden, sondern er zieht durch, was er sich vorgenommen hat, vertraut doch dem Griff seiner Hände, also dem, was man anfassen kann, anstatt diesem etwas subtileren, dem Hören der Stimme und macht dadurch scheinbar einen Fehler aus seiner menschlichen Wahrnehmung zumindest. Natürlich wissen wir aus dem Verlauf der gesamten Bibelerzählung, dass es genau so von Gott gewollt ist, dass Jakob eben der Bevorzugte von Gott ist und er diesen Segen auch erhalten sollte in diesem Moment, so dass sich am Ende doch alles so ergeben hat, gefügt hat, wie es genau in Gottes Willen ist, so wie es sowieso immer kommen wird. Und jetzt doch wieder ein bisschen zu viel dazu gesagt, was eigentlich jetzt nur angedeutet werden kann. Vielleicht ein andermal, wenn dazu die Zeit und Muße da ist. Jetzt bleiben wir doch eher noch bei Isaak, diesem Lachen über den befreienden Durchbruch, das Wunder, für das man keine besseren Worte mehr hat, überhaupt keine Worte mehr hat. Die Passivität angesprochen, die in diesem zweiten der Erzväter sich ausdrückt. Diese Passivität, die aber auch nichts Minderwertiges ist, sondern eben notwendig ist, weil sie weiterträgt, was durch den Urimpuls in Abraham angestoßen wurde. So wie man sagen kann, der Zufall ist das, was etwas in Bewegung setzt, was eine Situation erstmal herstellt, aber was man dann daraus macht, ist dann schon wieder das bewusste, planvolle damit umgehen. Und das ist dann eben Yitzchak dem gegenüber. Das vielleicht ist kein so klares Bild, aber sagen wir mal so, die Schöpfung wird mit einem Akt der kreativen Gnade Gottes überhaupt erstmal ins Leben gerufen, aber damit die Schöpfung dann bestehen kann, sich entfalten kann, braucht es ein beständiges Gesetz, was eben diese Entfaltung, diese Entwicklung beherrscht, bestimmt, vorantreibt, ihr Halt gibt, ihr Sicherheit gibt, dass es nicht alles chaotisch wuchert, sondern gesetzmäßig sich vollzieht, entwickelt. Und dieses Gesetzmäßige ist in diesem Sinne Yitzchak gegenüber dem Schöpfungsakt an sich, der eher in Avraham repräsentiert.
ich ein paar Worte noch zu dem, was schon erwähnt wurde, dass eben Yitzchak in der Situation mit dem Segen für seinen Erstgeborenen blind oder zumindest schwachen Augenlichtes ist. Da wird dann unter anderem als Begründung angegeben, an dem Tag, wo Abraham ihn auf das Holz gebunden hat und schon das Messer geschwungen hat und ihn schlachten wollte, als Aufstiegsopfer für den Ewigen darbringen wollte. Im Bibelbericht wird eigentlich es so dargestellt, als hätte der Engel des Herrn dann noch rechtzeitig eingegriffen und Abraham für seinen Eifer schon belohnt, bevor er tatsächlich zur Tat geschritten ist. Es wird dann aber auch in einem Midrasch, es gibt verschiedene sich widersprechende dazu, wie so oft und wie so schön in der Überlieferung, denn man soll sich nicht irgendwie auf vermeintlich historische Tatsachenberichte stürzen, oder man soll nicht hoffen, dass es irgendwelche historischen Tatsachenberichte sind, sondern man soll klar von diesen Widersprüchen angespornt werden, es eben mehrdimensional zu verstehen, verstehen zu wollen. Und so ist eben einer dieser sich, sagen wir mal, dieser konkurrierenden Zusatzerzählungen in der mündlichen Überlieferung zu dieser Szene, dass der Engel doch ein paar Momente zu spät erst Abraham gerufen hat und da Abraham Isaak tatsächlich schon getötet hat. Und da wird dann gesagt, in dieser Zeit war Isaak im Himmel, weggenommen von dieser Welt, in der wahren Welt und hat eben die wahre Welt geschaut tatsächlich, wie es eigentlich den Menschen nicht gegeben ist, zumindest nicht im Erdenleben. Aber durch dieses Eingreifen des Engels, was dann eben doch noch kam, wurde Isaak also wieder quasi zurückgeholt. Und es war äußerlich betrachtet so, als wäre er doch nicht getötet worden. Und es wäre rechtzeitig gewesen, dieses Eingreifen, dass Abraham gar nicht erst dazu gekommen sei. Nichtsdestotrotz hat eben Isaak diese Erfahrung schon dann gemacht und die kann ihm keiner mehr nehmen, sozusagen. Er hat geschaut, was kein Mensch eigentlich schauen kann. Er hat das Ewige, die Welt der Wahrheit mit seinen eigenen Augen geschaut und ist doch zurückgekehrt in diese Welt. Aber dadurch, dass er jetzt den Blick für dieses Licht, für das Licht der Ewigkeit, dieses reine Licht, was auf Erden nur in der Zersplitterung des vierten Schöpfungstages, also der Lichter all der Himmelskörper, der Sterne, der Sonne, des Mondes und des Feuers dann im Irdischen vorhanden ist, dieses Urlicht des ersten Schöpfungstages, wo Gott spricht, Yehi Aur, und es werde Licht. Dieses Licht hat also Isaak geschaut und wir haben schon einmal in anderem Zusammenhang auf den Unterschied des Bewusstseins der Menschen vor dem Fall und nach dem Fall etwas gesagt, darauf eingegangen, dass eben vorher sie das Licht geschaut haben, dieses Aur. Danach aber schauen sie die Vielheit, also das zersplitterte Licht nur noch. Und so wie sie auch vorher in Licht gekleidet sind, in Aur sind sie danach in die Vielheit, in die Haut, in unsere physische Haut gekleidet, in Aur. Das Wort wird genauso ausgesprochen, aber anders geschrieben. Statt dem Aleph, also der Eins als ersten Zeichen, ist dann bei dieser Haut, bei dem Fell auch, Leder, Fell, Haut, alles dasselbe Wort auf Hebräisch. Dieses Ohr, was sie dann, es wird in der Szene meist dann so übersetzt, also im zweiten Schöpfungsbericht, eben nach dem Fall des Menschen, wo sie sich schämen für ihre Nacktheit und Gott ihnen Kleider aus Fell gibt, so wird es, glaube ich, übersetzt meistens. Also es wird mit Fell übersetzt, aber das Wort, was da steht, ist eben auch Ohr, nur eben mit einem Ein anstatt einem Aleph am Anfang geschrieben, also mit dem Zeichen, mit dem Zahlenwert 70. Anstatt der Aleph, dem Zahlenwert 1. So, also dieses Licht der Einheit, mit dem sie bekleidet waren und das sie eben auch geschaut haben, wird ersetzt mit dem Licht, mit der Haut der Vielheit. Und dieses Wort, auch an anderer Stelle schon gesagt, hat auch zur Wurzel, oder ist auch die mit derselben Wurzel gebildet wie das Wort für Bewusstheit, wie Wachsein, wie Wachsamsein. Also unser hier Wachbewusstsein, unsere Bewusstheit,
in diesem gefallenen Zustand in der Haut, wird eben genau mit dieser Wurzel, mit Ein Waffresch oder Ein Resch jedenfalls geschrieben, wo also diese 70, die Ein am Anfang steht, wo also die Vielheit der 70 das Zentrale, der Anfang ist. So dass eben diese Augen der Zweiheit, unsere zwei Augen eigentlich darauf ausgerichtet sind, die Vielheit, die 70 eben wahrzunehmen, mehr oder weniger klar zu sehen. Dagegen das Auge der Einheit, zu dem auch schon einiges gesagt wurde, sozusagen das dritte Auge, das die Synthese der Dualität wiederherstellt, das ist eben im Physischen uns nicht sichtbar, nicht gegeben sozusagen. Von Isaac wird nun aber eben gesagt, dass ihm dieses Auge der Einheit aufgegangen ist, als er das Ewige, die Welt der Wahrheit geschaut hat, in diesem Moment, wo er tatsächlich gestorben war für diese Welt. Und als er dann zurückkehrt in diese Welt, da hat er immer noch diesen Blick für die Welt der Wahrheit, für die Einheit. Und das lässt sozusagen seine zwei Augen, also die Augen der Zweiheit für diese Welt der Vielheit, trüb werden, matt werden, weil er sie nicht mehr so für so wichtig nehmen kann. Wenn man einmal das Ewige, das die wahre Welt geschaut hat, dann ist es schwierig, diese Welt der Illusion, in der wir hier leben, diese gefallene Welt, noch für so wichtig zu nehmen. Er sieht sie schon noch, er kommt ja weiterhin halbwegs zurecht in seinem Leben, er ist ja gut eingerichtet und kann sein Leben weiter bestreiten, aber die Details, die kleinen Details des äußerlichen Lebens, der äußerlichen Welt um ihn herum, die kann er eben nicht mehr so scharf und klar sehen, wie es dem Menschen hier in der gefallenen Welt eigentlich von Natur aus gegeben, auferlegt ist. Also einerseits ist es sein Segen, dass er eben diese Welt der Wahrheit und dieses Licht der Einheit schaut, aber andererseits hat es eben zur Folge, dass er hier in dieser Welt diese Welt der Zweiheit nicht mehr so klar sehen kann. Vielleicht erinnert einen das auch an das, was gesagt wurde zu dem Segen für Jakob, im letzten Monolog angesprochen, der einerseits den Segen zwar empfängt durch den Kampf am Jabbok, andererseits aber dann das Hinken, das den Schlag auf die Hüfte erhalten hat, der eben das Hinken zur Folge hat, dass also sein Gang in dieser Welt erschwert wird, dadurch, dass er gesegnet wird für diese Welt, sein Platz als das Geheimnis, das er ja eigentlich verkörpert, hier in der Welt der Erscheinung, dass er diesen Platz zwar bekommt, aber eben, dass einhergeht mit einem schweren Gang in dieser Welt. So also auch schon bei Yitzchok vorangelegt, könnte man sagen, dass er eben zwar diesen Segen erhält, die Welt der Wahrheit schauen zu können mit eigenen Augen sozusagen, wie es eigentlich keinem Erdenmenschen gegeben ist, das aber den Preis mit sich bringt, dass er die Welt der Zweiheit, die Welt der Vielheit hier, die äußere, erscheinende Welt, nicht mehr so klar und scharf sehen kann, wie seine gewöhnlichen Mitmenschen, die normalen Menschen, die Menschen der Norm, zu denen er eben dann nicht mehr gehört in diesem Sinne. Das also vielleicht zu Isaaks Augenschwäche gesagt. Noch kurz zur Thematik des vermeintlich falsch erteilten Segens an seine Söhne bzw. an seinen Erstgeborenen Esau, den er eben dann nicht gesegnet hat, sondern fälschlicherweise Jakob gesegnet hat. Als er das dann erkennt und merkt, dass er eben den Falschen scheinbar gesegnet hat, da wird dann auch gesagt, da erkennt er sozusagen, dass es nicht so ist, wie es scheint in der Welt. Dass also das, was man eigentlich denkt, das Mächtige, Esau ist ja der Mächtigere, der in dieser Welt viel erfolgreichere sozusagen. Und er denkt, dass dann auch der Erfolgreichere die Welt erben wird und alles Gute, was ihm als Segen Gottes mitgegeben ist, was ja vererbt werden soll, immer über den Erstgeborenen, dass das dann natürlich auch an den großen Esau, den Herrn der Erscheinungswelt sozusagen gehen muss. Aber in diesem Moment, wo er also sich scheinbar getäuscht hat und den Falschen gesegnet hat, erschrickt er vor dieser Unberechenbarkeit des Ewigen, des Schicksals, könnte man auch sagen. Es ist also der Schrecken Isaaks, der sich genau in dieser Situation sehr plastisch eben in dieser Geschichte ausdrückt. Und Schrecken Isaaks, weiß vielleicht der ein oder andere, ist auch ein Name für Gott,
wenn manchmal aufgezählt wird, und ich schwöre beim Gott meines Vaters Abrahams, beim mächtigen Jakobs und beim Schrecken Isaaks. Dieser Schrecken Isaaks wird dann eben auch so gedeutet, dass eben diese Gotteserkenntnis, dieses Gotterfahren ist, was Isaak in diesem Moment macht. Also ein in dem Moment eher unangenehmes, eben zu erkennen, dass es nicht so läuft, wie wir Menschen uns das mit unserer rational, logischen, kausal orientierten Denkweise erhofft hätten, gedacht hätten, erwartet hätten. Und da ist eben wieder dieser Bezug von Isaak zu diesem rationalen, kausalen, geordnet seinen Gang gehenden, eben diese 2 gegenüber der 1 von Abraham, wo noch dieser Durchbruch aus unerklärlicher Gnade geschehen ist, dann bei Yitzhak, der gerade darauf angewiesen ist, dass alles seinen gewohnten Gang geht, den gesetzmäßigen Gang geht sozusagen. Nicht nur er ist darauf angewiesen, er wahrscheinlich am wenigsten, sondern die Welt ist darauf angewiesen, um bestehen zu können, dass eben Naturgesetzlichkeit herrscht, die nicht einfach gebrochen werden kann. Und trotzdem ist eben immer dieses Zusammenspiel dieser 2 Seiten der Schöpfung. Einerseits eben dem unerwarteten Zufall sozusagen und andererseits dem berechenbaren, auf den man vertrauen kann, dem Gang der Welt, dem Gesetz, der Gesetzmäßigkeit dieser Schöpfung, dieser Welt. Und wenn man also als Mensch, wie wir nun mal sind, eher dieser linken Säule zugeneigt ist, dieser körperlichen Seite, dieser weiblichen Seite, irdischen Seite, dann ist man eben grundsätzlich eher orientiert, da können wir sozusagen gar nichts gegen machen, an dieser Isaak-Seite, an dieser rationalen, kausalen Sichtweise auf die Welt. Und deswegen ist dieser Pachad Yitzchak, dieser Schrecken Isaaks, gerade eine so wichtige Gotteserfahrung und deswegen auch ein Name Gottes, dass man das einmal erlebt, diesen Durchbruch dieses gewohnten Ganges, dieses eigentlich gesetzmäßigen, wie es sein sollte, wenn dann plötzlich das kommt, was doch eigentlich nicht sein sollte, was doch einem nicht in den Kram passt, sozusagen. Und in dem Moment, wie es dann auch eben bei dieser Segenssituation ist, erschrickt Isaak und ist nicht begeistert davon, wenn man es mal platt ausdrücken darf. Aber am Ende erweist sich eben, dass es alles seine Richtigkeit hatte, dass es genau so sein sollte und nicht anders sein könnte. Und sogar, dass er gerade in diesem vermeintlichen Austricksen, was da geschieht, sich etwas ausdrückt, wie sich eben in allem, was in der Tora erzählt wird, ewiges Ausdruck, ewige Prinzipien. Denn da ist eben die Stimme Jakobs, Kol Jakob, die durchtönt durch das Kleid Esaus, also das haarige Äußerliche des Erstgeborenen, des Esau, des Körperlichen. Also das Innere ist eingehüllt in dieses Äußere. Das ist einfach die natürliche Konstitution des Menschen, wie auch schon in der Schöpfungsgeschichte angedeutet mit dem Verhältnis von männlich und weiblich zueinander. Das wurde in einem etwas kürzeren Monolog, wo es um diese Thematik gekleidet in Licht, Adam als Mann und Frau ein bisschen mehr ausgeführt. Und das spiegelt sich eben nun auch noch einmal mehr in diesen Alltag hineinprojiziert wieder, wie es dann auch eben ins Leben von uns Menschen wirklich hineinspielt, mit diesem manchmal schockiert sein von genau dieser Grundkonstitution, dass also das, was unser Äußerliches ist, doch nicht das Wesentliche ist, obwohl wir es immer dafür gehalten haben, sondern dann plötzlich dieses kleine, stille, innerliche, geheime Jakob sich ergaunert sozusagen, sich ertrickst, das, was wir eigentlich gedacht haben, was doch dem Äußerlichen gebührt, gilt, was ihm sozusagen eigentlich zugemessen schien. Aber so in diesem Schrecken Isaaks erkennen wir eben, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind und dass Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken sind und dass, wo wir erschrocken, erschreckt sind von dem Gang der Dinge, dem plötzlichen Erkennen, dass es anders ist, als wir es gedacht hätten, auch erhofft hätten, dass dann auf lange Sicht sich trotzdem immer erweisen wird, dass es genau so, wie es dann doch gelaufen ist, richtig ist, in Gottes Willen ist. Und in dem Sinne schwingt also schon diese
dieser Trost mit, wenn man vom Schrecken Isaaks spricht, als einem Namen Gottes, dass selbst in dieser erschreckenden Offenbarung des Unberechenbaren, was diesem Göttlichen in der Welt anhaftet, immer man darauf vertrauen kann, dass auch das ganz und gar im Plan des Ewigen enthalten ist und nichts dem jemals widersprechen kann. Und wenn wir einfach darauf vertrauen, wir mehr und mehr auch solchen scheinbaren Schreckmomenten gelassener entgegengehen können, gelassener durch sie auch hindurchgehen können und darauf vertrauen, dass sich schon alles zeigen wird. Ja, aber vielleicht können wir jetzt doch ein bisschen den Übergang zu einer anderen Figur noch schaffen, die auch sehr, sehr umfangreich schon in der biblischen Geschichte erzählt wird von ihr, beschrieben wird, aber auch in der Überlieferung noch einmal. Das ist nämlich Josef, der 11. Sohn von Jakob, der geliebte Sohn ja auch. Der Sohn seines Alters, wie er auch genannt wird. Josef als der erste Sohn der geliebten Frau Rachel, also der eigentlichen ersten Wahl von Jakob. Und der Bezug jetzt zu Isaak besteht unter anderem darin, dass eben, wie gesagt, Isaak gegenüber Abraham, so etwas wie die eher körperliche Seite gegenüber der geistigen Seite auch ist. Natürlich auch jetzt wieder nicht darauf zu reduzieren, aber wie eben die Zweiheit gegenüber der Einheit, so etwas wie das Weltliche gegenüber dem Himmlischen auch ist. Wie der Durchbruch des Himmlischen in Abraham repräsentiert ist, so ist dann die Zweiheit, die sich in Yitzchok ausdrückt, dieses weltliche Vonstattengehen dessen, was durch den Durchbruch bei Abraham angestoßen wurde. Und bei Josef ist der Bezug zum Körperlichen auf vielerlei Weise anzutreffen. Insbesondere ja zu der ganzen Thematik haben wir schon was gesagt, dass Josef als Repräsentant des Nordreiches geht, wenn es dann um die gespaltenen das gespaltene Königreich Israel geht. Also das Südreich ist Jehuda, das Nordreich ist das Haus Israel, wird aber auch oft als das Haus Ephraim oder eben das Haus Josef bezeichnet. Auf den ersten Blick könnte man einfach sagen, ja, weil eben der Stamm Ephraim, der stärkste, also zahlenmäßig stärkste Stamm dieser 10 Nordstämme ist. Und Ephraim ja eigentlich nur ein Sohn Josefs ist, also Menasche und Ephraim sind ja die beiden Söhne Josefs, die dann anstelle von Josef in die Reihe der Stämme treten, weil sie von Jakob, dem Stammvater Israels, direkt adoptiert werden. Also die Enkel Jakobs, Ephraim und Menasche, werden zu quasi Kindern, zu Adoptivkindern des Vaters Jakob, sodass dann Josef in gewissem Sinne zurücktritt, ausscheidet in diesem Sinne aus der Zwölfheit der Stämme, statt ihm dann eine Zweiheit Stämme dazukommen, sodass in dem Sinne dann 13 Stämme vorhanden sind. Und deswegen also diese Doppelbezeichnung für das Nordreich, entweder Haus Josef oder eben Haus Ephraim. Das ist natürlich die tieferen Bedeutungen dieser Bezeichnung. Eigentlich viel interessanter oder faszinierender, begeisternder sind, sollte schon aus dem letzten Monolog ein bisschen angeklungen sein, dass eben Ephraim mit dieser Frucht dort und hier assoziiert ist, dieses Fruchtbringen hier und dort, also diese Beidseitigkeit und dass eben gerade das Nordreich den Namen Israel hauptsächlich weiterführt und das Südreich eben Juda genannt wird, dass aber am Ende in der Prophezeiung von Hesekiel, Jechezkel im Hebräischen, es stärkt ihn Gott, El, könnte man es übersetzen, oder einfach Gott ist stark, könnte man auch sagen, jedenfalls Chazak, die Stärke steckt da drin. Und
El, der Gottesname, ein Gottesname. Gerade bei diesen Propheten wird ja sehr ausführlich von dieser Rückkehr der 10 verlorenen Stämme zu dem Haus Juda erzählt, berichtet oder prophezeit davon, ist angekündigt, dass eben dadurch wieder die Ganzheit des eigentlichen, vollständigen Israels hergestellt wird. Und gerade in diesem, es dürfte vor allem das 37. Kapitel bei Hesekiel sein, werden dann zwei Visionen noch einmal ausgeführt, die eben diese Rückkehr versinnbildlichen. Die erste ist die von den Gebeinen, also den Knochengerippen, die auf einem Feld liegen, die wiederbelebt werden. Dass sich also erst Fleisch um die Knochen bildet, dann die Haut um das Fleisch und dann der Geist weht und ihnen als Atem eingehaucht wird und sie wieder aufstehen und lebendig werden. Und das wird eben dann mit dem Haus Israel assoziiert, das wieder vom Geist belebt wird. Und so könnte man dann es deuten, oder so wird es dann auch gedeutet, dass eben das Körperliche, das an sich Tote, wenn es ohne Geist, das ihn belebt ist, dieses Tote, die Knochengerüste und dann auch die, wenn wieder Fleisch wächst, die Körper insgesamt, das ist eben das Haus Israel, das Nordreich, das Haus Ephraim, das Haus Josef, was von Jehuda, dem Geist, der geistigen Seite von dieser Zweiheit, dem Südreich, wieder belebt wird und dadurch dann die Ganzheit wiederhergestellt ist, des lebendigen Menschen, der lebendigen Menschen, das wiedervereinte Königreich Israel als Ganzes. Also. Dann in der zweiten Vision, direkt darauf folgend, wird noch einmal von zwei Stöcken oder Hölzern erzählt. Und das Wort Etz im Hebräischen kann man auch einfach als Baum übersetzen. Und diese zwei Bäume also tragen dann die Namen Haus Josef und Haus Jehuda. Und das Haus Josef, also das Holz mit der Aufschrift Haus Josef, wird dann wieder hinzugefügt zum Holz mit der Aufschrift Haus Juda. Also es wird ungefähr so formuliert, also Gott spricht und ich werde nehmen den Baum, das Holz des Hauses Josef, der Kinder Ephraims oder das in der Hand Ephraims ist, wird glaube ich gesagt, also das Holz des Hauses Josef, das in der Hand Ephraims ist und mit allen Stämmen Israels werde es nehmen und hinzufügen zu dem Haus Jehuda. Und auch wenn an dieser Stelle nicht das Wort, also für das Wort zufügen eigentlich einfach nur gesagt wird und ich werde geben, also Natati, glaube ich, ich werde es geben zum Haus Jehuda, zum Stock des Hauses Jehuda, so kann man doch dieses Wortspiel darin erkennen, denn der Name Josef bedeutet auch, er fügt hinzu. Also so wird es ja auch bei der Namensgebung von Josef ungefähr so formuliert: Gott hat mir noch einen Sohn oder Gott hat mir einen Sohn geschenkt und er möge noch hinzufügen dazu. Und dann kommt ja auch noch ein weiterer Sohn, also Benjamin, ein zweiter Sohn von Rachel. Und so ist also in dem Namen Josef dieses Hinzufügen schon anzutreffen vom Wort her. Und so wird eben dann auch das Haus Josef hinzugefügt zum Haus Jehuda wieder, um die ursprüngliche Ganzheit wiederherzustellen. Und da haben wir also auch wieder das Nordreich als die körperliche Seite, das sozusagen der tote Leichnam, der erst vom Geist des Südreiches wieder belebt werden kann, belebt werden wird. Und da eben gerade den Namen Josef mit assoziiert für dieses Nordreich. Weiterer Zusammenhang zwischen Josef und der eher körperlichen Seite der Menschenexistenz wird dann in der Überlieferung auch in der Geschichte verdeutlicht, die sich um den Verkauf des Josef nach Ägypten ausdrückt. Wollen wir jetzt auch nicht komplett aufrollen, da könnte man auch wieder mal unendlich viel zu sagen, wie zu allem in der Tora ja eigentlich. Aber die Grundlinie
Faktoren, sagen wir mal, die jetzt hierfür relevant sind, sind, dass Josef als der Bevorzugte des Vaters Jakob von seinen Brüdern eben beneidet wird durch diese für diese Vorzugsposition und dann insbesondere von Jehuda verkauft wird nach Ägypten. Aber am Ende auch gerade Jehuda der ist, der sich selbst als Pfand anbietet, um Josef wieder frei zu, beziehungsweise nicht um Josef, um von Josef, den sie ja dann derzeit nicht erkennen als Josef, den anderen Sohn des Vaters, den also sozusagen dann der nächste Geliebte des Vaters ist, nämlich Benjamin, also der kleine Bruder von Josef, von derselben Mutter, von der geliebten Rachel, der Haupt, oder nicht Hauptfrau, aber der ersten Wahl von Jakob. Also Benjamin, sein Name wörtlich sowas wie der Sohn der rechten Seite, der rechten Hand. Dieser Benjamin ist also dann, als Josef für tot gehalten wird, der neue geliebteste Sohn des Vaters Jakob. Und nachdem also Juda, der vierte Sohn, die Verantwortung quasi übernommen hat oder weiß, dass er der Schuldige war, dass Josef eben scheinbar getötet worden ist oder zumindest seinem Vater entrissen worden ist und nun der neue geliebte Sohn des Vaters Benjamin wiederum in Gefahr steht, nun auch dem Vater entrissen zu werden, macht er diesmal es sozusagen wieder gut, macht nicht denselben Fehler nochmal, sondern im Gegenteil, er opfert sich selbst, er bietet sich selbst zumindest als Opfer an, lieber selbst zugrunde zu gehen, als dass seinem Vater nun noch einmal der geliebte Sohn entrissen wird. Und dadurch löst er ja dann auch sozusagen die ganze Geschichte auf, beziehungsweise hat Josef so viel Mitleid mit ihm und überhaupt mit seinen Brüdern, dass er sich zu erkennen gibt als ihr Bruder Josef, der eben doch nicht tot ist, obwohl tot geglaubt. Und es löst sich alles in einer freudigen Überraschung auf. Die Hungersnot wird bewältigt durch die Hilfe Josefs, also das Hungern im Lande Kanaan, wo Jakob und die ganze Familie lebt, wird eben durch die Vorräte Ägyptens gelindert, beziehungsweise dadurch überleben sie diese Hungersnot. Und das alles war eben nur möglich, weil am Anfang dieser Verkauf des Josef stattgefunden hat, was dann dazu geführt hat, ich hoffe, jeder kennt die Geschichte, dass er dann eben durch gewisse Ereignisse mit den Traumdeutungen und so weiter, nach der langen Zeit im Gefängnis, erstmal in Ägypten wohlgemerkt, dann eben aufsteigt zur rechten Hand des Pharaos, also zum quasi de facto Herrscher über Ägypten, über Mizraim, über den sechsten Tag, um auch nochmal das kurz anzudeuten. Der Bezug von Josef zu diesem sechsten Tag, auch eben der Schöpfung und überhaupt zur Sechsheit, wird hoffentlich, so Gott schenkt, noch einmal an einem späteren Tag etwas ausführlicher behandelt werden können. Jedenfalls nur dadurch, dass eben Jehuda, Juda, als Repräsentant der geistigen Seite des Menschen, am Anfang dieser Geschichte Josef, den Repräsentanten, also der körperlichen Seite des Menschen, verkauft hat nach Mizraim, aus Neid tatsächlich, und also dadurch durchaus schuldig geworden ist in diesem Sinne, also etwas wieder gut zu machen hatte. Nur dadurch war überhaupt diese Situation gegeben, dass nun Josef als der de facto Herrscher über Ägypten für das Wohl seiner Familie in der Heimat, also im gelobten Land, sorgen kann. Und so zeigt sich dann also auch wieder in dieser Geschichte, dass am Ende sogar das, was Menschen schlecht entschieden haben, schlechte Wahl getroffen haben, böse gehandelt haben, dass selbst das noch im Plan Gottes enthalten ist, dass am Ende sogar noch Gutes daraus entsteht. Es nicht nur wieder gut gemacht wird, sondern sogar noch etwas daraus entsteht, was sonst nicht einmal hätte sein können, wenn wir es mal so menschlich betrachten jedenfalls. Und als Jehida eben seinen damaligen Fehler, sein böses Handeln einsieht und es versucht wieder gut zu machen, dadurch, dass er sich nun selbst hingibt, aufopfert für den geliebten Sohn des Vaters, da
löst sich sozusagen dieser ganze Knoten oder dieses ganze Gewirr und diese ganze Zwangslage und dieses Ausgeliefertsein nach Ägypten, nach diesem Eingezwängtsein in der Form, in der festen, starren Form von Mizraim. Da löst sich also das alles auf und Josef offenbart sich als der, der er wirklich ist. Und plötzlich sind also beide wieder in ganz neuer Situation. Josef kann seinen Vater, den er auch vermisst hat und liebt, wieder treffen. Die ganze Familie wird wieder vereint, kommt gut durch diese Hungersnot. Also mit der Hilfe Ägyptens eben wohlgemerkt, beziehungsweise nur vermittelt durch das, was in Ägypten geschehen ist und geschieht in dieser ganzen Zeit. Und so hat also diese Dynamik sich einmal wieder gezeigt, dass das Geistige hier in dieser Welt sich eigentlich für quasi das Überlegene zwar fühlt, aber merkt, dass der Vater scheinbar jedenfalls das Körperliche bevorzugt und dass natürlich auch wieder hier der Vater im Himmel damit anklingt, sollte auf der Hand liegen. Also das Körperliche scheint ja hier in dieser Welt bevorzugt zu sein und das Geistige kann dem Neid entgegenbringen, eifersüchtig sein darauf. Und das kann zur Folge haben, dass es dieses Körperliche verachtet und dann sozusagen ein Stolz des Geistigen über das Körperliche entsteht. Und das hat dann eben zur Folge, dass das Körperliche dahingegeben wird und in Mizraim landet, in Mizraim, in Ägypten, sogar im Gefängnis lange Zeit verbringt, in der Gefangenschaft, aber trotzdem eben dort dann auch seine Bestimmung erfüllt. Und so ist es eben am Ende so, dass es sogar wichtig war, dass das Körperliche vom Geistigen zeitweise verachtet wurde und für gering geachtet wurde, verraten wurde, verkauft wurde, um diese Mission des Körperlichen, damit dieses Körperliche seine Mission wirklich vollbringen konnte. Trotzdem ist es am Ende wiederum das Geistige, was den entscheidenden Impuls geben muss, indem es bereit ist, sich sogar selbst aufzugeben für das Körperliche, für das scheinbar noch eigentlich Minderwertige, Geringere, im Wissen, dass der Vater es nun mal so will. Warum auch immer, man versteht es vielleicht nicht, aber der Vater im Himmel hat eben diesen körperlichen, diesen seltsamen Vorzug gegenüber dem Geist gegeben in dieser äußeren Welt. Und sobald eben das Geistige im Menschen das akzeptiert hat, so hart es eben ist, und sich dem also unterordnet, sich demütig vor ihm hinwirft und darum fleht, doch lieber selbst genommen zu werden, anstatt wiederum dem Vater seinen geliebten Sohn zu nehmen, das ist es dann, was die entscheidende Befreiung bringt. Und dann zeigt sich eben, dass sich das Geistige doch nicht tatsächlich der Nichtigkeit hingeben, preisgeben muss, sondern nur die Bereitschaft dazu es ist, die dann die große Auflösung bringt. Und dann also wieder beide vereint werden, das Körperliche und das Geistige wieder zur Einheit zusammenschmelzen können, die Familie wieder heil in die Heimat auch zurückkehren kann. Nicht schon in dieser Geschichte wohlgemerkt, sondern dann erst später. Es ist ja dann so, dass Israel in Ägypten seine Wohn-, also Israel, Jakob Israel und die 12 Kinder Israels, die dann später die Stammväter für die Stämme werden, sie werden ja erstmal in Ägypten ansässig und in Ägypten zu einem Volk, zum eigentlichen Volk Israel erst. Und dann kommt ja erst die ganze Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten, aber das ist wiederum noch ein Thema, was hier zu weit führen würde, was ja auch schon des Öfteren angesprochen worden ist. Aber jedenfalls, dort also im Ursprung in Ägypten gestaltet sich diese Wiedervereinigung von Körperlichem und Geistigem, nachdem also beide Seiten ihren Teil zum Endziel beigetragen haben, so könnte man sagen. Also das Körperliche, Josef hat für das eben körperliche, äußerliche Wohlergehen zu sorgen und hat dafür gesorgt, sorgt dafür, als eben sogar herrschend in Ägypten, in Mizraim, in dieser Welt der Materie, erstmal im Ursprung dieser Welt der Materie. Und das
Geistige hat sich seiner scheinbaren Nachrangigkeit zu beugen, dieser Rolle als nicht erste Wahl des Vaters im Himmel in dieser Welt Ägyptens, in dieser Welt der Materie. Und durch diese Bereitschaft, sich sogar gänzlich aufzugeben, sich selbst gänzlich aufzugeben, führt es dann dazu, dass die große Überraschung wieder kommt, dass es gar nicht nötig ist. Und da kommt eigentlich auch wieder dieses befreite Lachen. Man weiß gar nicht mehr, was man sagen soll. Hier vielleicht der Bogen zurück zu Yitzchak gespannt. Yehuda kann nur noch lachen eigentlich, als er dann, oder nicht nur er, seine ganzen Brüder können eigentlich nur noch vor Befreiung lachen, als sich dann Josef offenbart, als er und eben kein fremder Herrscher Ägyptens einfach nur ist, sondern ihr Bruder, ihr totgeglaubter Bruder, der Körper, der verraten und verkauft worden war, für das man sich dann schon geschämt hat, dass man ihn so leichtfertig verachtet und eben verkauft hat, obwohl er doch der Geliebte des Vaters ist. Und als man dann bereit war, diesen Fehler wieder gut zu machen, auch zum Preis der Selbstaufgabe, des Selbstvernichtetwerdens, da zeigt sich dann, dass sogar das alles noch im Plan Gottes enthalten war und am Ende alles zum Guten hinführt. Da fällt mir ein, dass der Zahlenwert von Josef 156 zufällig auch der Zahlenwert von Zion, also von Zion, ist auch 156. Und Zion, der Name des himmlischen Jerusalems, könnte man sagen, also des Berges, der sich über dem irdischen Jerusalem erhebt und eben das Endziel aller Wege ist, eigentlich alle aufrichtig gegangenen Wege in Richtung des Ewigen, auch Sehnsucht nach dem Ewigen, führen am Ende nach Zion. Und Zion, dieses Wort kann man auch als Wegweiser, als Zeichen, was den Weg anzeigt, übersetzen. Und in dem Sinne zeigt sich da eben auch wieder, dass alle Wege dann doch wieder nach diesem Zion führen, nach diesem himmlischen Jerusalem. Selbst die, wo wir gedacht haben, durch unsere menschlichen Fehler und Unvollkommenheiten haben wir schlimmstes Desaster angerichtet. Und das haben wir ja auch auf dieser Ebene. Aber auch das ist alles noch enthalten in dem großen Plan. Und dieser Plan folgt eben diesem Wegweiser mit dem Namen Zion. Und da ist eben Josef mit diesem selben Zahlenwert ganz eng mit verknüpft. Und da haben wir also auch wieder diese Vereinigung, was eigentlich auch in Nord- und Südreich sich widerspiegelt. Deswegen eben auch der Name Haus Josef für das Nordreich. Und gerade, dass es dann auch bei dem Propheten Hesekiel erzählt wird, also zumindest sehr ausführlich, gerade bei diesem Propheten, mit diesen zwei erzählten Visionen unter anderem, aber auch davor schon, im 36. Kapitel kommt auch schon das alles zur Sprache. Und der Name Hesekiel auf Hebräisch im Original hat auch wiederum genau diesen Zahlenwert 156. Man mache daraus jetzt wieder, was man will. Es gibt auch noch viele andere Wörter, die diesen Zahlenwert haben, die ich jetzt nicht so ohne weiteres erstens kenne. Zweitens wahrscheinlich, selbst wenn ich sie jetzt vor mir hätte, nicht so leicht in diesen Zusammenhang einordnen könnte. Aber diese drei, Josef, Zion und Hesekiel, seien einfach mal nebeneinander gestellt, die 156. Die Tora. Wunder um Wunder. Was soll ich sagen? Vielleicht zeigt sich auch gerade in dieser Art, wie Yehuda, also der Mensch, nicht der Stamm, der Mensch Yehuda, Josef gegenübertritt, in Demut und bereit ist, sich selbst hinzugeben für Benjamin, für den geliebten Sohn seines Vaters. Eine Parallele
zu der Art, wie eben Abraham bereit ist, seinen eigenen Sohn hinzugeben als Ganzopfer für den Ewigen. Auf den ersten Blick macht es jetzt sehr fragwürdig sein, das zu vergleichen. Beim einen gibt man sich selbst hin, beim anderen gibt man jemand anderen hin. Aber man soll diese Geschichten ja nicht so äußerlich verstehen. Da geht es ja gerade bei Abraham und Isaak darum, dass Abraham dasjenige von sich selbst bereit ist hinzuopfern, was ihm sozusagen die Nachkommenschaft, überhaupt das Weiterbestehen nach seinem eigenen physischen Tode in seinem Sohn und in dessen hoffentlich noch vielen Nachfahren, dieses Weiterbestehen in der Welt, seine eigene Zukunft in der materiellen Welt sozusagen, dass das ihm genommen oder beziehungsweise dass er das bereit ist aufzugeben, hinzugeben, einfach nur im Vertrauen auf den Ewigen. Und es wird ja immer, wenn man über diese Geschichte spricht, betont, dass, also auch im Neuen Testament, wenn Paulus nochmal darauf zurückkommt, wird eben gesagt, ja, Abraham hat es halt deswegen getan oder war bereit, diese Opferung zu vollziehen, weil er eben Gott vertraut hat, dass er hat mir versprochen, ich werde einen Sohn haben, ich werde Nachkommen haben, meine Nachkommen werden dieses Land erben und hier wohnen. Dann kann Gott ja nur irgendwas, ein Wunder vollbringen, weil wenn mein Sohn jetzt weg ist, dann könnte ja keine Nachkommenschaft mehr aus ihm hervorgehen, dann könnte also dieses Versprechen von Gott nicht in Erfüllung gehen. Also muss Gott ja noch irgendeinen Ausweg haben aus diesem Dilemma aus meiner Sicht, aber es ist nicht mein Problem sozusagen. Ich habe einfach Vertrauen, dass der Ewige sowieso immer nur mein Bestes will und unser Allerbestes will. Und selbst wenn es jetzt scheinbar so absurd mit dem Befehl einhergeht, meinen eigenen Sohn dem Tod zu übergeben, dann wird er ihn eben wieder lebendig machen. Er ist ja der Mechayeh HaMethim, der Lebendigmacher der Toten, der Lebendigmachende der Gestorbenen. Also ist vielleicht das Teil des Planes, dass Isaak jetzt hier von mir geopfert wird und Gott ihn wieder zurückbringt. Und dann geht es alles so, wie er es versprochen hat. Ich weiß es nicht, es ist auch nicht mein Problem, ich vertraue einfach darauf. Und das ist eben das, was Abraham gerade so auszeichnet und ihn eben zum Vater allen Glaubens macht. Dass er vertraut, nicht selbst erklären will, nicht selbst seine Pläne verfolgt, sondern natürlich tut, was er für richtig hält, in seinem Alltagsleben plant für den Tag und so weiter, aber da, wo es dann drauf ankommt, wo Vertrauen von ihm gefordert wird, von den Himmeln, da hat er kein Problem damit, dieses Vertrauen auch wirklich zu leben, nicht nur mit den Lippen zu bekennen, sondern auch die Taten folgen zu lassen. Und sich keinen Kopf zu machen, was dann solche scheinbaren Widersprüche angeht, dass doch einerseits ihm Nachkommenschaft versprochen wird, andererseits jetzt aber er die einzige Chance auf Nachkommenschaft er selbst beseitigen soll. Und bei Jehuda ist es eben dieses sich selbst für nicht so wichtig haltens, weil man für wichtiger als seine eigene Existenz in dieser physischen Welt hält, richtige Tun, die richtigen Taten zu wählen, während man eben diese Zeit geschenkt bekommen hat, hier in dieser physischen Welt zu sein. Vielleicht können wir hier noch einmal auf eine Sache eingehen. Im jüdischen Brauch werden drei Grundhaltungen für ein Gebet, für das Beten überhaupt anhand von biblischen Vorbildern angegeben. Das eine ist, als Abraham mit dem Ewigen nach Sodom geführt wird, aber dann, als es darum geht, wegen der Sünden von Sodom diese Stadt komplett zu zerstören, aber in der Stadt ist ja auch noch der Bruder von Abraham, beziehungsweise sein Neffe Lot. Als erstes Beispiel für diese drei Grundhaltungen des Gebetes wird eben dann Abraham genannt, der Gott
um Gnade für Sodom bittet. Und da wird dann gesagt, die Beziehung, die Abraham da sozusagen in Anspruch nimmt, die er zu Gott hat, ist die Beziehung eines Sohnes des Bundes, also eines Ben-Brit, wie es dann genannt wird. Er beruft sich darauf, dass er doch im Bund mit Gott steht und also jetzt eintreten kann, auch für andere, um Bitten an Gott zu richten. Und er bittet eben für Sodom, und zwar appelliert er dabei an die Gerechtigkeit Gottes. Er sagt ja, wenn aber jetzt auch Gerechte in der Stadt sind, kannst du denn dann die ganze Stadt vernichten mitsamt den Gerechten? Und dann kommt ihm Gott ja sogar noch entgegen und sagt, ja, also wenn auch nur so und so viele Gerechte da sind, dann werde ich die ganze Stadt um dieser Gerechten willen leben lassen und bestehen bleiben lassen. Und es geht ja dann in so einem Wechselgespräch immer weiter runter mit der Zahl, wie viele Gerechte dort sein müssen, damit die ganze Stadt verschont wird. Und am Ende werden zwar nicht einmal diese geringe Anzahl Gerechten gefunden, dass die ganze Stadt verschont werden könnte, aber trotzdem bewahrt Gott eben die wenigen Gerechten, die vorhanden sind. Und am Ende sind das eben dann nur Lot, seine Frau und seine beiden Töchter, beziehungsweise sogar seine Frau ja nur sozusagen halb, weil sie dann eben doch auf dem Weg, auf der Flucht, den Rückblick wagt, sich sozusagen doch zurücksehnt nach diesem Sündenpfuhl Sodom und das dann schon ausreicht, dass sie nicht weiter in dieser Welt leben kann, nicht weiter die Flucht mitmachen kann, sondern eben zu der sprichwörtlich gewordenen Salzsäule erstarrt. Jedenfalls, das ist also diese erste Art der Gebetshaltung. Als Abraham, als ein Sohn des Bundes, ein Ben-Brit, an die Gerechtigkeit Gottes zu appellieren, in seinen Bitten für jemanden, also für andere. Ja, und das zweite Grundhaltung des Gebets wird dann eben die von Jehuda genannt, in dieser Situation, wo er also vor seinem bisher noch nicht als ihn erkannten Bruder Josef steht, also scheinbar vor dem Fremden ägyptischen Herrscher und in einer völligen Flehhaltung seine eigene Schuld bekennend, seine eigene Unwürdigkeit für so eine Bitte eingestehend und einfach nur an nichts anderes als an die Gnade dieses ihm weit überlegenen Herrn appelliert. Also im Gegensatz, also im völligen Gegensatz zu Abraham, der sozusagen mit dem Selbstbewusstsein eines Bündnispartners Gottes, an dessen Gerechtigkeit appelliert, um Fürbitte für andere Menschen zu erbitten, erlangen, tritt Jehuda vor einen Herrn, vor seinen Herrn, jetzt als Sinnbild für den Beter, der vor den Ewigen, vor Gott tritt, als reuiger Sünder, als im völligen Bewusstsein der eigenen Schuld, sich nichtswürdig fühlend und bittet letztlich für sich, aber auch eben nicht für sich allein, also keine dieser drei genannten Grundhaltungen wäre jemals auf einen reinen egoistischen Wunsch irgendwie ausgerichtet, und so natürlich auch diese nicht, sondern Jehuda bittet nur um Gnade für sich in dem Sinne, damit eben ein anderer leben kann. Also er ist sich seiner Schuld bewusst, er ist sich bewusst, dass er nichts zu bitten und hoffen hat eigentlich, rein so von der Gerechtigkeit her. Also er kann sozusagen nicht an Gerechtigkeit seines Herrn appellieren, weil er weiß, da hat er schlechte Karten, hat er nichts zu gewinnen, nichts zu hoffen. Deswegen bleibt ihm nur an die Gnade zu appellieren, und er bittet eben um diese Gnade, aber auch noch nicht einmal für sich selbst. Er gibt sich selbst hin. Er will sozusagen alles auf sich nehmen. Er ist bereit, sich selbst hinzugeben, um Gnade für jemand anderen zu erreichen durch seine Selbstaufgabe. Das ist also diese zweite Art, die sich gerade in dieser Situation ausdrückt, wo also, wie wir jetzt im Laufe dieser Erzählung es einmal betrachtet haben,
das Geistige repräsentiert in diesem Yehuda dem Körperlichen völlig unterwirft und sich also somit dem Willen seines Vaters, in dem Fall dem Vater Jakob, unterwirft, ihm versucht gerecht zu werden, sogar bis hin zur Selbstaufgabe. Und als dritte Grundhaltung des Gebetes wird dann noch genannt die Szene, wo Elia, der Prophet, gegenüber den Baals-Propheten, also der breiten Übermacht an Götzendienern in Israel, im Nordreich, ja wohlgemerkt, Elia ist ja ein Prophet des Nordreiches in der Zeit, wo das Reich schon gespalten ist. Da tritt also Elia in dieser Situation, also grob nochmal umrissen. Es geht darum, er hat vorgeschlagen, als Beweis, um die Entscheidung zu treffen, wer jetzt der wahre Gott ist, der Ewige, Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai, oder eben Baal, der nicht näher definierte Herr oder Besitzer, könnte man dieses Wort auch übersetzen, von all diesen Götzendiener-Propheten, also von diesen falschen Propheten, von diesen Baals-Priestern. Und da werden dann also Opfergaben aufgebaut, Altäre mit Stieren und oder mit Tieren jedenfalls. Und es wird gesagt, welcher Gott jetzt der wahre Gott ist, der wird das Opfer, was ihm hingeboten ist, dargeboten ist, vom Himmel her in Brand setzen. Und damit zeigt sich also, dass dieser Eingriff aus dem Himmel die Antwort gibt auf die Frage, wer ist der wahre Gott? Und Elia sozusagen treibt es noch auf die Spitze, indem er sogar noch Wasser über seine Opfergaben gießt, also das Entzünden noch schwieriger, quasi unmöglich eigentlich nach Naturgesetz macht. Und um jetzt dieses Wunder zu bewirken, geht er eben auch ins Gebet. Und diese Grundhaltung ist dann eben besagte dritte Grundhaltung, also die Grundhaltung des Propheten Elia, also eines gestandenen Gottesmannes, der vor Gott tritt und wirklich ein Wunder erbittet, aber nicht ein Wunder für sich, damit er irgendwie ein besseres Leben dadurch hätte, sondern einzig und allein, so wie es dann auch Christus bei der Auferweckung des Lazarus ungefähr spricht, nicht um meinetwillen bitte ich dich und spreche das hier laut aus, so demonstrativ, sondern um der Umherstehenden bitte ich dich, dass du mir dieses Wunder ermöglicht, so ungefähr. Und so eben auch Elia, der erbittet einen Beweis, einen Erweis der Macht des Ewigen als der gestandene Gottesmann, als ein wirklicher Heiliger eben, der sich also nicht wie Abraham auf ein Bündnis beruft, direkt, nicht wie Jehuda einfach nur in seinem Schuldbewusstsein an Gnade appelliert, auf Gnade hofft, sondern noch einmal selbstbewusster als Abraham, könnte man sagen, tritt Elia in dieses Gebet und spricht als der Heilige, der vor der götzendienerischen Umwelt sozusagen als einziger noch den Ewigen vertreten vermag in dieser verkommenen Welt, in diesem verkommenen Nordreich Israel auch. So tritt also Elia vor Gott und erbittet ein Wunder als Erweis seiner Macht und Herrlichkeit und seiner Gottheit letztlich. Und das wird ihm gewährt, wie die Geschichte weiter erzählt. Das Opfertier wird verzehrt von einer Flamme und Elia vollstreckt die toragemäße Strafe an den falschen Propheten tötet sie im mythischen Bild, bitte zu verstehen. Das also vielleicht so als Ausklang dieses etwas kürzeren Monologes jetzt. Diese drei Grundhaltungen des Gebetes nach jüdischer Überlieferung.
um nochmal den Bogen zum Anfang dieses Monologs zu spannen, vielleicht zum Abschluss hinten angestellt, einmal auch die hebräischen Worte, die es sozusagen, die eben in diesem biblischen Bild oder in dieser biblischen Darbringungsweise das ausdrücken, was sich im Prinzip im Unbewussten in eines jeden Menschen Seele jeden Tag vollzieht, nämlich diese Bereitschaft des Abraham in seinem Urvertrauen auf die Zusage des Ewigen für seine Nachkommenschaft und das Wohnen dieser Nachkommenschaft im gelobten Land, dass er sogar bereit ist, seinen einzigen Sohn, scheinbar die einzige weltliche Möglichkeit, zu so einer Nachkommenschaft irgendwann kommen zu können, dass er sogar bereit ist, diesen geliebten Sohn dahin zu geben, preiszugeben, zu opfern, weil er darauf vertraut, wie eben Paulus sagt, dass der, der die Toten lebendig macht, auch meinen Sohn wieder lebendig macht, wenn ich ihn denn tatsächlich dann opfern muss. Und so spricht man also in seinem jüdischen Brauch auch diese Worte, und so wie auch also einmal die hebräischen Worte tatsächlich, so gut es mir eben gegeben ist. In diesem Sinne schon mal Baruch Hashem, Shalom Aleichem, so Gott will, bis ein nächstes Mal. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליהו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה היא שם לעולה, על אחד ההרים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקע צאלה, ויקום, וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ואומר אברהם אל נעריו, שבי לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשיבה אליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכי שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה. ויאמר אברהם אלוהים ירא לו השה לעולה בני, וילכי שניהם יחדיו. ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקות את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ואומר, אברהם, אברהם, ואומר, הנני, ואומר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאימה, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. וישא אברהם את עיניו, וירא, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם, ויקח את העיל, ויעלה היא לעולה תחת בינו. ויקרא אברהם שם המקום ההיא, אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. ויקרא מלאך אדוני אל אברהם שנית מן השמיים, ואומר, בי נשבעתי נאם אדוני, כי ען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את פנך, את יחידך, כי ברך ברכך, והרבה ארבה את זרעך, ככוכבי השמיים, וככל אשר אספת הים, וירש זרעך את שער אויבי, והתברכי בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. וישוב אברהם אל נעריו, ויקמי ויחי יחדיו בבאר שבע. וישב אברהם בבאר שבע.